Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario Slam Basketball. Im letzten Part haben wir unser nächstes Turnier gewonnen, das Sternenturnier. War auch schon gar nicht so einfach, aber wir haben es geschafft, auch mit Goldpokal. Und jetzt in diesem Part würde ich wieder ganz gerne das Training machen, was immer noch für Anfänger ist, obwohl wir ja eigentlich schon 3 Turniere gewonnen haben, aber trotzdem wollen wir uns das auch in diesem Part noch weiterhin anschauen. Man kann übrigens hier, wie ihr schon sehen könnt, auch Spezialwürfe nochmal speziell üben. Das werde ich sogar vielleicht auch nochmal in einem Part zeigen, obwohl ich ja die Spezialwürfe auch eh in den Turnieren immer schon zeigen will. Aber da kann man halt sich von jedem Charakter nochmal speziell alle Spezialwürfe anschauen und dann lernt man halt auch, was man zeichnen muss quasi auf dem Touchscreen, um das zu bekommen. Ich weiß es ja auswendig oder probiere es ein bisschen aus, weil es gibt eben nur eine bestimmte Anzahl von Sachen, also entweder M oder N oder ein Dreieck oder sowas hatten wir schon. Und hier lernt man eben bei Spezialwürfe, was man denn malen muss, um mit jedem Charakter einen Spezialwurf zu machen. Werde ich vielleicht auch nochmal irgendwann zeigen. Aber jetzt erstmal will ich mir weiterhin die Moves anschauen. Trainiere deine Techniken auf dem Platz. Wähle im Menü die Technik, die du üben willst. Genau, jetzt haben wir eben auch das Menü hier quasi freigespielt, wo wir das beim vor 2, 3 Parts gemacht haben. Da mussten wir mit Angriffstraining anfangen. Da hatten wir gar keine andere Wahl. Aber nachdem wir das abgeschlossen haben, alle 8 Angriffstrainings sind es, glaube ich, können wir jetzt heute eben Verteidigung machen. Da gibt es auch nur 5 Stück. Deswegen der Part wird wieder etwas kürzer. Sorry. Aber ich will die auf jeden Fall heute in diesem Part mir schön ausführlich anschauen. Nämlich als erstes Ball stehlen. So, wie funktioniert das? Vor allem beim Verteidigen ist es so, dass ich da meistens sogar nicht den Touchscreen benutze. Also ich benutze mit meiner Steuerung, so wie ich es mache, meistens eine Mischung aus Touchscreen-Steuerung und Knopfsteuerung. Denn wenn ich den Ball habe, dann mache ich meistens Touchscreen-Steuerung, weil das habe ich ja schon erzählt. Es gibt ein paar Sachen, die kann man nicht machen, wenn man mit Knopfsteuerung spielt. Ich kann zum Beispiel nicht dribbeln und auch nicht halt bestimmen, wo ich mit dem Ball dribbeln will und keine Spezialwürfe machen. Und kann ich Charge-Würfe machen, bin ich mir nicht sicher. Ich kann auf jeden Fall nicht mit dem Ball aber so hin und her schwenken. Oder vielleicht geht es sogar doch, nicht sicher. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen, dribbeln allen voran, was ich halt nicht so richtig machen kann, ohne Touchscreen-Steuerung. Aber ich glaube, beim Verteidigen kann ich alles auch mit Knöpfen genauso machen wie mit Touchscreen-Steuerung. Und da ist mir das dann ein bisschen lieber. Aber man könnte eben auch alles mit Touchscreen-Steuerung spielen. Auf jeden Fall jetzt, stehlen. Wenn du den Ball verlierst, spielst du Verteidigung, genau. Schütze deinen Korb und erobere den Ball, richtig? Zieh den Touchpin nach unten, um den Ball zu stehlen. Genau, also wenn ich verteidige und ich ziehe nach unten, dann kann ich eben diesen einfachen Schlag da machen. Wo immer so ein grüner Funke auch kommt. Genau, stehl den Ball, um ihn zurückzuerobern. Und man muss damit eben den Ball treffen. Es reicht nicht, den Gegner einfach nur zu treffen. Man muss wirklich den Ball treffen. Also wenn ich jetzt halt hier auf der falschen Seite bin und ich schlage zu, dann treffe ich halt nicht. Also ich schlage zwar Wario, das hat sogar gezählt, also die Hitbox ist da ganz nett, aber man muss schon eher zum Ball hin und da schlagen und dann dürfte es auch ganz gut funktionieren. Genau. Normalerweise ist Schlagen, glaube ich, die B-Taste, genau, dürfte das sein, richtig? Aber hier kann ich es nicht machen, hier muss ich mit Touchsteuerung spielen, deswegen eben nach unten ziehen und den Ball treffen. Fantastico! Okay, sehr schön. Das war diese Lektion. Vor allem eine Lektion hier wird ein bisschen kacke, aber egal. Erstmal jetzt springen. Springe, indem du den Touchpin nach oben ziehst. Genau, nach unten ist schlagen, nach oben ziehen ist springen. Mit Knopfsteuerung ist es X. Also eigentlich ist die Knopfsteuerung auch genauso, wie auch die Richtungen quasi angeben, weil B ist ja unten und X ist oben. Und deswegen B unten oder auch nach unten ziehen ist schlagen, X ist oben oder auch nach oben ziehen ist eben springen. Spring und blocke gegnerische Würfe. Genau, das ist schon gar keine so einfache Übung, glaube ich, weil ich da jetzt eben mit richtigem Timing springen muss, um dann die Würfe abzublocken. Springen, genau, weil das gar nicht so einfach ist, steht sogar auch noch für die ganz Blöden dran, wann man springen muss. Wenn ich es zu spät mache, dann habe ich halt verkackt. Genau. Mama mia, ich kann mich ja auch gar nicht bewegen. Ich muss hier stehen bleiben an der Stelle. Okay, sehr gut. Und man hat eben auch noch in der Luft eigentlich andere Aktionen, die man machen kann. Aber hier soll man erstmal nur sich auf Springen selber konzentrieren. Und dann andere Aktionen in der Luft, die man noch machen kann, das kommt dann später. Okay, passt. Fantastico! Sehr schön. So, das war Lektion Nummer 2. Dann kommen wir gleich zur dritten. Und zwar Jump-Steal. Mhm. Hört sich schon sehr kompliziert an. Setze einen Jump-Steal ein, um Dunkings und Rebounds abzuwehren. Das ist ziemlich lustig, weil da kommen jetzt in einem Satz halt gleich 3 Fachbegriffe vor. Aber mit Jump-Steal ist eben halt das gemeint, was Mario einsetzt. Genau, dann Dunkings kennen wir schon. Ich nenne das immer Dunken hier oder Slam Dunk oder so. Dunkings ist eben der eigentliche Begriff. Das ist halt, wenn man den Ball nicht wirft, sondern man ihn direkt, wenn man hochspringt, man ihn direkt in den Korb reinhauen will. Und Rebound ist, wenn der Ball
auf dem Korb so ein bisschen hin und her fliegt noch und sich nicht entscheiden kann, ob er reingehen will oder nicht. Das ist, glaube ich, ein Rebound. Also wenn er halt, wenn man den Ball wirft und er geht nicht sofort rein, sondern er berührt halt den Rand vom Basketballkorb und bounced da eben noch so hin und her und das noch unsicher währenddessen, dann kann man halt auch hochspringen und den aus der Luft dann grabben. Genau. So, zieh den Touchpin mehrmals nach oben, um den Sprung zu stehlen. Schütze damit den eigenen Korb. Also genau, mit mehrmals ist einfach zweimal gemeint. Genau, also wenn ich einmal nach oben mache, um zu springen, und dann in der Luft nochmal nach oben, dann mache ich eben diesen Move da, den Mario einsetzt. Ganz genau. Und nach unten ziehen wäre dann Stampfattacke, kann ich schon mal sagen. So. Was war jetzt da eigentlich die Mission? Das war irgendwie voll lang. Seht ihr das nochmal hier? Nee. Ja, vielleicht springe und stehle oder so. Keine Ahnung, egal. So, wenn ich es eben verkacke, gibt da halt einen Korb. Jupp. Na, jetzt war ich schon viel früher. Haha. Fantastico, sehr schön. Okay. Na, jetzt will ich nochmal, ich will ganz kurz nochmal machen, weil ich will nochmal sehen, was da stand. Hier, spring, stiel und schütze den Korb. Okay. Voll die lange Missionsbeschreibung. Aber gut. Aber war es ernsthaft? Warum hat es nicht gezählt? Voll ein Scheiß. So. Ja, also das, was jetzt Mario gerade eben gemacht hat, wenn ich halt so hochspringe und ich treffe zwar Mario nicht, aber Mario ist trotzdem so weit weg, dass er keinen Dunk machen kann, dann wirft er halt den Ball so ein bisschen rein und der könnte dann reingehen, muss aber nicht unbedingt. Ja. Okay, dann weiter geht's. Items. Zieh den Touchpin über den Touchscreen und wirf ein aufgehobenes Item in die Richtung deiner Wahl. Hol dir das Item vom Fragezeichenfeld, zieh den Touchpin auf den Gegner zu, um ihn mit dem Panzer zu bewerfen. Genau. Da hat schon die Touchscreen-Steuerung dann Vorteile, glaube ich, bei Items. Weil normalerweise, wenn ich ohne Touchscreen-Steuerung spiele, dann kann ich, glaube ich, nur in Blickrichtung werfen. Aber ich glaube, hier kann ich in irgendeine Richtung werfen. Also auch wenn ich hier hingucke, dann kann ich trotzdem nach hinten quasi werfen. Weiß ich, ja, wenn ich halt treffen würde. Weil sich Mario halt dann quasi im Wurf umdreht. Und wenn ich mit Knopfsteuerung spiele, muss ich zuerst in die Richtung schauen, in die ich ein Item werfen will. Und erst dann kann ich halt die Item-Wurf-Taste drücken. B, glaube ich, dürfte es sein. Und dann kann ich halt das Item werfen. Ich versuche mal cool zu sein. Warte mal. Ja, ich will es schaffen, mit einem Bandenwurf zu treffen. Ach komm. Zumindest einmal will ich es schaffen. Warte jetzt. Geradeaus nach unten. Ach komm, das war doch geradeaus. Ja, er stand, glaube ich, ein bisschen schief. So jetzt. Bam. Wunderschön. Erholten sich wieder. Wie oft prallt er eigentlich ab, bevor er verschwindet? Zwei oder drei Mal oder so? Ja, dann geht er kaputt. Okay. Ah, vielleicht hier nochmal? Nee. Ja, ich will das nochmal schaffen. Zack, okay. Vielleicht, warte mal, vielleicht jetzt noch mit dreifach Bande gleich. Wartet. Nee, okay, das war schlecht. Boah! Ich bin ein Gott! Wunderschön! Okay, cool. So, dann, genau, jetzt haben wir nämlich ein Problem. Spieler wechseln. Drücke kurz L, um zu einem Spieler in Ballnähe zu wechseln. Mhm. Zieh den Touchpin seitlich nach links oder rechts, während du L drückst, um zu einem Spieler in Zugrichtung zu wechseln. Genau, also wenn ich L drücke, dann kann ich nicht nur zu irgendeinem meiner anderen beiden Teamkollegen wechseln, sondern wenn ich auch noch gedrückt halte und dann wische ich halt, kann ich auch bestimmen, zu welchem Spieler ich wechseln will, wenn ich zu einem bestimmten wechseln will. Problem ist eben, dass bei meinem ganz tollen Nintendo 3DS, den ich schon seit Release habe, die beiden Schultertasten nicht mehr wirklich richtig funktionieren. Es geht schon, wenn ich so ein bisschen reinpuste. Ich hoffe, das würde jetzt gleich funktionieren, sonst kann ich die Übung hier nicht abschließen. Aber das wird schon. Hoffe ich mal. Genau, und die Steuerung, also im Prinzip, dass man die L-Taste drücken muss, das muss man wirklich machen. Also eine komplette reine Touchscreen-Steuerung gibt es gar nicht. Denn das Steuerkreuz brauche ich ja auch zum Bewegen und eben auch die L-Taste. Das ergibt aber Sinn, denn ich halte halt den 3DS oder DS in meiner linken Hand und habe halt deswegen Daumen am Steuerkreuz und Zeigefinger an der L-Taste. Deswegen die beiden kann ich halt betätigen und mit der rechten Hand, ich bin ja Rechtshänder, da betätige ich halt dann den Touchscreen. Für Linkshänder ist andersrum. Bei Linkshändern dürfte es dann so sein, dass die mit X, Y, B, A steuern. Das ist ähnlich wie auch bei der Switch eigentlich aktuell. Da wird ja auch mit den Joy-Con werden auch oftmals die A, B, X, Y-Tasten für Bewegen benutzt und hier auch. Also da haben sie sogar auch schon dran gedacht, damals so ein bisschen. Genau, für Linkshänder eben, die benutzen halt dann die R-Taste fürs Wechseln und zum Laufen X, Y, A, B und mit der linken Hand tippen sie halt dann rum. Ja, weil halt der DS oder 3DS quasi symmetrisch ist, wenn man so will. Und man halt die Aktionstasten auch für Bewegen benutzen kann. Genau. So, aber auf jeden Fall, ich muss jetzt die L-Taste drücken. Tue ich gerade. Kannst du euch auch kurz beweisen. So, hier, da ist die L-Taste. Und es funktioniert. So, wenn ich aber reinpuste, fest reinpuste, dann geht es so ein bisschen manchmal.
So, mal gucken. Yay! Das war gleich dreimal am Stück. Ja, deswegen habe ich halt leider bei Turnieren, bei späteren Turnieren, dann auch teilweise Probleme, weil ihr seht schon, ich könnte theoretisch schon wechseln, wenn ich halt vor jedem Match mal reinpuste, weil für ein paar Minuten geht es dann halt halbwegs, aber wirklich sicher ist es nicht. Ja, ich probiere es mal nochmal mit reinpusten. Das war sehr fest. So, vielleicht jetzt ein gezielter L-Drücker? Nee. 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 Spammen. Okay, spammen geht da. Ja, also es geht so halbwegs irgendwie, wenn ich halt reinpuste und dann L drücke, aber nicht wirklich gezielt, deswegen kann ich es auch nicht gezielt nutzen, um dann in Turnieren halt zu wechseln. Und ich kann erst recht nicht zu einem bestimmten Spieler wechseln, weil dafür müsste ich ja gedrückt halten und dafür müsste meine L-Taste länger als eine Sekunde am Stück funktionieren und dann muss ich erwischen, das kann ich komplett vergessen. Also wenn, dann muss ich einfach L spammen und hoffen, dass es irgendwie funktioniert. Genug Training für den Moment, du solltest mal an einem Turnier teilnehmen, habe ich schon gemacht. Über das Menü kannst du auch die Techniken für Fortgeschritten aufrufen, genau, richtig. So, ich gehe mal zurück einfach, genau. Also das werden wir heute nicht mehr machen, aber... Wir haben jetzt auch Dribbling-Wettlauf übrigens auch freigespielt. Ein Minispiel ist das noch. Das können wir auch nochmal uns in einem späteren Part anschauen. Aber genau, es gibt jetzt eben auch dann extra Manöver, die wir lernen können. Sowohl bei Angriff als auch bei Verteidigung. Bei Angriff haben wir da noch 5 neue. Genau. Antäuschen ist das erste. Und bei Verteidigung haben wir auch nochmal 5 neue. Und freies Training haben wir dann auch noch. Deswegen, die werden wir uns auch noch anschauen in weiteren Parts. Die fortgeschrittenen Techniken. Es gibt sogar einige fortgeschrittene Techniken, die ich auch schon häufig benutzt habe bei Turnieren, die wir dann hier eben auch richtig lernen werden. Es gibt, glaube ich, immer noch auch ein paar Techniken, die ich entweder noch nie eingesetzt habe oder über die ich noch nie gesprochen habe zumindest. Da gibt es auch noch ein paar. Also, ich habe ja gesagt, dass es sehr tiefgehende Mechaniken gibt in dem Spiel und da bleibe ich auch dabei. Denn es gibt eben da noch einige weitere, die noch kommen werden. Ja. Aber dann würde ich erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von, wir haben jetzt auch den Dribbling-Wettlauf, genau, von Mario Slam Basketball. Beim nächsten Mal wird es dann weitergehen mit dem nächsten Turnier wieder, mit dem aktuell letzten, was wir zur Auswahl haben. Und dann haben wir schon alle abgeschlossen. Aber da kommt noch ein bisschen mehr. Aber trotzdem, das nächste Turnier beim nächsten Mal wird nicht so einfach und hat auch eine Überraschung parat am Ende, die ziemlich cool und interessant ist, aber mehr dazu dann eben beim nächsten Mal. Okay, also dann Leute, eben bis zum nächsten Mal. Ciao.